Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbilder. Meine Damen und Herren, wir bauen am heutigen Tag ein kanadisches Haus. Und das ist hier doch jetzt schon ein Haus, was bei mir hier um die Ecke stehen könnte. Was machen denn die Kanadier anders als die Europäer? Das werden wir jetzt herausfinden. Jetzt spielen. Ja, wahrscheinlich doch ein bisschen mehr mit Haus und so weiter. Mit Haus. Mit Holz. Schon gewusst, Holzskelettbau ist eine sehr beliebte Bauweise weltweit. Ja, aber in Deutschland ist das nicht so, ne? Bevor du mit der Arbeit anfängst, musst du sämtlichen Müll entfernen. Muss ich das jetzt erstmal kaputt schlagen? Ach, das Ganze hier. Congratulations. Oh. Ja, danke. Oh ja. Ich glaube, wir werden gleich mit dem Bulldozer da komplett drüber ballern, oder nicht? Also, ich kann mir das gut vorstellen. Es wird auch, ich habe eben gerade noch mal geguckt, das nächste Haus wird ein europäisches Haus sein. Und dort muss man, soweit ich das mitbekommen habe, auch so Rohre verlegen. Ja, ich weiß. Und das könnte, glaube ich, richtig krass werden. Müssen dann auch mal schauen, vielleicht werde ich das dann in mehrere Parts unterteilen, weil da einfach sehr, sehr viel zu tun ist. Ich weiß noch, das Iglu zu bauen hat echt nicht lange gedauert. Aber so, ich habe letztens dieses japanische Holzhaus gebaut. Hier ein kleiner Clip. Sieht auf jeden Fall geil aus. Also hier zu chillen. Jo, wenn du dein PC hast. Das hat schon richtig lange gedauert. Mal gucken. So, jetzt habe ich alles fertig gemacht. Beginne die Arbeit mit dem Rasenmähen. So, jetzt muss ich... Junge, ich habe einen friggin' Bulldozer. Mich juckt kein Gras. Wollt ihr mich verarschen? So, warte mal, ich gehe jetzt hier mal so mega komisch. Also für die Leute, die haben mich ja mal gefragt, mit was ich baue. Ich baue auch mit Holz, aber auch mit Zement oder so. Weil ich habe schon mal gesagt, mein Opa würde sich im Grabe umdrehen. Weil der war halt Maurer. Sag mal, was ist das jetzt da draußen? Das hört ihr wahrscheinlich nicht, oder? Warte mal. Jetzt haben sie kurz aufgehört. Wahrscheinlich, weil ich geschrieben habe. Nein, Junge, das juckt niemanden. Oh, da ist er, der Bulldozer. Ey, wenn ich jetzt nicht gleich mit diesem Bulldozer das Haus in Schutt und Asche legen darf, dann weine ich. Leute, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf weitere tolle Folgen, dann lasst auch gerne mal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schreibt einen netten Kommentar. Das wäre auch sehr nett. 99%. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Ach da. Du bist es bestimmt. Wetten. Bam. Rasen ist gemäht. Gute Arbeit. Oh ja. Sehr gut. Ich bin da. Bulldozer. Oh, let's go. Warte mal. Drücke P für Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Bevor du ein neues Haus musst, du das alte abreißen. Benutze einen Abbruchhammer oder einen Bagger. Vergiss nicht den Schrott nach dem Abriss. Yeah, alles gut. Bam! Yo, let's go. Junge, das ist geil. Boom! Jawohl, so muss das sein. Oh Gott, ja, ein paar kleinere Probleme. Alter. Yo. Zack. So, schön auch hier so ein bisschen. Warte mal, wenn ich die unterste... Oh Gott, ich bin ein bisschen... Oh Gott. Entschuldigung, vorsichtig. Ja. Ja, schön alles zerstören. Oh Gott. Hä? Der gibt automatisch Gas. Er fährt auto... Ich drück nichts. Egal. Bam. Genau. Fräst sich da richtig schön durch. Schön durch da. Ja, sehr gut. Und nochmal rein. So, wie viel Prozent habe ich denn jetzt hier weggefahren? Oh, oh. Mann. Jo, ich drückte. Nein! Der hat hier die ganzen Sachen runtergeschmissen. Scheiße. Ja, das Haus ist abgerissen. Aber meine ganzen Sachen. Benutze die. Ah, da müssen wir jetzt eine Dingens aushöhlen. Ja, aber hier, guck mal. Scheiße. Gegenstand halten. Ah, das ist, glaube ich, tatsächlich nur Dekoration. Die hier kann ich schon mal aufheben. Die wird man später brauchen. Zack, genauso wie den Hammer. Ah ja, das hier wird wichtig sein. Zack. Ja, ja, okay. Boah, ich dachte schon. Gut, so. Mr. Bagger, es ist Zeit, die Baugrube auszuheben. Geh zur Schaufel und drücke E. Ah ja, ja, wir machen jetzt hier schon. Ja, schön ausheben. Sehr gut, Baugrube ist richtig. Was, Alter, was ist das? Wir haben Schatz gefunden. Prüfen, was es ist. Eine silberne Plakette. Ja, da hoffe ich ja auch, dass ich auf meinem Grundstück auch was Schönes finde. So, hier noch ein bisschen. Warte mal, kann ich das nicht auch mit der Schaufel machen? Weil ich... Oh nein, ich habe mich festgefahren. Warte mal, kann ich mich nicht damit rausdrücken? Oh ja. Das Glück ist mit den Doofen.
So, ich fahre den mal kurz zur Seite, weil der fährt mir ein bisschen komisch. So, Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ah, hier. Ah, das ist aber Betonmischer. Gegenstand aufheben. Nee, nee, aber die ist hier schon gut. So, logger floggig. Ah, guck mal, man kann das Fundament sogar zum Teil hier schon richtig gut erkennen. Ja, da werden wir jetzt wahrscheinlich mit Beton so ein bisschen reinballern. Also das haben die echt gut gemacht. So die verschiedenen Schritte. Man muss auch sagen, es ist einfach cool. Oh, den Fortschritt immer zu sehen. Also am Anfang hier stand vor wenigen Sekunden bzw. Minuten einfach noch ein dickes, fettes Haus. Zack, das nochmal. Man kennt's, Alter. Silberner Kerzenleuchter. So, jetzt haben wir hier das Fundament schon fast komplett freigelegt. Also zumindest da, wo es vermutlich dann hinkommt. Ja, sehr gut. Super. Jetzt geht's los. Es ist Zeit, die Fundamente zu verstärken. Ah, okay. Geh zu den Verstärkungsblöcken und benutze E. Ah ja, hier. Interessant. Also für jemanden, der sich ja mit sowas überhaupt nicht auskennt. Ah ja, die werden jetzt hier einfach noch reingesetzt. Okay, neuer Skill. Stahlbefestiger Experte. Ah ja. So, rein damit. Oh ja. Junge, das geht auf jeden Fall deutlich schneller. Habe ich noch welche? Nee. Aber da liegen auch noch ein paar. So. Euch nochmal hier. Und. Ah, ja. Oh, nee. Das war der Sprung war nicht so smart. Zack. Sehr gut. Also, das habe ich selber noch nie gesehen. Ja, danke. Fundamente sind verstärkt. Ah, jetzt gibt's den Betonmischer. Okay, wir müssen erst hier das Zeug da rein, dann drehen, dann die Bällchen. Ja, wird schon. Wir schmeißen jetzt einmal das rein. Ah ja, warte mal. Hier nochmal eins rein. Dann brauchen wir... Aber, ah ja, warte, dann haben wir die Schaufel. Das kommt auch da rein. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir 100, 100. Ah, guck mal, jetzt sehen wir da, es wird gemischt. Ah ja, Beton in die Schubkarre gießen. Oh, nee. Scheiße. Oh, die Schubkarre war nicht da. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Das gebe ich gerne zu. Da war ich ein bisschen dumm. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viel brauchen. Aber glücklicherweise gibt es ja den Shop. Notfalls muss man da was neu kaufen. So, jetzt wird wieder neu gemischt. Und jetzt kann ich in die Schubkarre. Ah, jetzt. Perfekt. Gut, dann kann ich den mal wieder ausschalten. Ah ja, in die Schale gießen. Zack. Ah, das war schon. Alter, das ist ja wie Magie. Die Zeit für die Grundmauern ist gekommen und dafür brauchen wir einige spezielle Fundamentblöcke. Du kannst sie im Shop. Ah, okay. Fundamentblöcke. Ich kaufe dann... Achso, wir brauchen 343. Ah, da kommen jetzt... Ja, da kommt mein guter Freund Willi. Ja, es ist tatsächlich Bauer Willi. Der versucht jetzt auch in andere Branchen reinzugehen. Ja, komm runter da. Bring die schön mal mit. Versuche es von Hand zu bewegen. Ja, das ist nicht so einfach. Ich würde es ja mit dem Bagger machen. Ah, guck mal. Ah, warte mal. Wir haben hier vorne aber noch welche. Die haben wir noch gar nicht benutzt. Ja, yeah, aber was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, wo packe ich die denn jetzt hin? Ja, super. Hä? Ah, guck mal. Das war einfach ein Bug. Jetzt sieht das nämlich hier auch ready aus. So, guck mal. Jetzt nehme ich nämlich meine ganzen Steine. Eins. Guck mal, schön mit der Maurerkelle. Ich werde mit euch, dass ich gleich einen Skill bekomme, jawohl. Und dann kann ich wahrscheinlich die jetzt auch... Ja, jetzt kann ich sie endlich aufheben, Alter. Und dann können wir nämlich auch die hier aufheben. Jawohl, du bist überladen. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Ich werde jetzt schön die Dinger hier platzieren. Ja, sehr gut. So, jetzt wird hier mal richtig schön. Jetzt mache ich meinen Opa mal stolz. Opa, das für dich. Auch wenn ich das nicht im Real Life mache. Ich mache es zumindest... In einem Computerspiel. So schwer ist das ja gar nicht, Opa. Nein, mein Opa, also der hat sehr, sehr gearbeitet, damit es seine Familie irgendwann mal besser hat als er selbst. Weil mein Opa war leider ein Waisenkind. Aber der hat ordentlich geackert und seiner Familie dann ein Haus gebaut. Das fand ich schon bewundernswert. Das Einzige war bei ihm, um jetzt mal so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, dadurch, dass er halt ein Waisenkind war und dann auch irgendwann in eine Pflegefamilie reingekommen ist, die jetzt wohl auch eher nicht so unbedingt die nettesten waren. Er war jetzt nicht unbedingt der so Liebe zeigen konnte. Zumindest das, was mein Vater manchmal dann so kritisiert hat an ihm. Aber klar, woher sollst du es auch lernen, wenn du halt selber ja das nie erfahren hast? Sind halt alle am Ende des Tages auch nur Menschen. So, jetzt nehmen wir mal die hier. Ja, ich bin überladen. Habe ich denn schon wieder einen neuen Skill? Nee. Achso, da brauche ich vorgefertigte Wände. Ja gut, aber wir müssen jetzt hier erstmal das hochziehen. Ah, guck mal, das sieht schon echt mittlerweile
ziemlich geil aus. Allein schon, wenn wir das vergleichen mit dem Anfang. Ich meine, am Anfang stand hier ein ganz anderes Haus. Oh, meine Nase. Sorry. Maurermeister, jo. So einfach geht das, Leute. Oh ja, das geht. Ich finde das immer so krass, wie dann der Skill einfach komplett eskaliert. Jetzt kann ich immer nur gedrückt halten. Wo habe ich noch was? Hier vorne. Jawoll. So. Ah, achso, jetzt muss ich... Ja, das, aber das ist praktisch. Hä? Wo ist der denn hin? Ich hatte doch frischen Beton gemacht. Ich werde einfach von diesem Spiel verarscht. Junge, ich reiße alles ein. Okay, dann hole ich nochmal... Ja, nee, 6. 6 Säge. So. Komm mal vorbei. Paletto braucht frischen Zement. Schüppe ich erstmal hier schön rein. So, kommt mal her, ihr Säge. Kann ich euch einfach so einstecken? Ja, warum denn nicht? Okay, dann kommst du hier einmal rein. Warte mal, ist da schon was drin? Ah ja, ein bisschen. Ich glaube, ein Sack reicht sogar. Ja, sehr gut. So, dann komme ich mit der Schubkarre. Ich sage euch, das wird ein super Haus. Schönste Haus, was ich jemals gesehen habe. Okay, das vielleicht nicht. Aber es wird, glaube ich, nicht so super räudig. Dann schippen wir doch jetzt einfach rein. Dann schippen wir doch jetzt einfach rein. Achso, ich kann springen. Okay. Ausschalung gießen. Ja, so. Guck mal, so musste das eigentlich sein. Ja, die Bodenplatte ist fertig. Geiles Ding. So was brauche ich jetzt. Ah, jetzt kommen die ganzen Holzdinger. Zack, 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 zack. Ja, sehr nice. So. Falsche... Was willst du? Hä, du hast mir doch gesagt, dass ich das nutzen soll. Der zeigt mir das sogar an. Ach, jetzt auf einmal. Aber es sind nicht alle. Ach so, weil es wahrscheinlich auch wieder lange Laden. Nee, das sind aber die ganzen langen Laden. Ach, guck mal. Oh, nee. Das war falsch. Ja, rein damit. Und rein. Ah, ich glaube, ich muss... Ah, erstmal die Dingen hier. Ah, wir machen das jetzt mal peu à peu. Erstmal der kommt rein. Ah, das ist jetzt, glaube ich, auch das. Klärt mich gerne auf, was das so von der deutschen Bauweise unterscheidet. Weil wir würden jetzt weitermachen mit ein bisschen Zemento. Wie sieht das denn aus? Also klar, man hat immer im Fernsehen sieht man dann solche Sachen wie, ja, Tornado und alle Häuser in Amerika sind down. Aber würden die deutschen Dinger das auch schaffen? Falsches Material. Okay. Neuer Skill. Schraubendrehermeister. Finde ich gut. Aber das ist das falsche Material. Aber das ist doch das, was ich aufgehoben habe, Alter. Ich werde hier einfach nur verarscht. So, dann lege ich die mal hier alle hin. Dann sind die hier richtig. Ja. 1, 2, 3. Wir machen das gut, Leute. Ich bin wirklich stolz auf uns. Falls ihr noch was für Weihnachten braucht, Leute, schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn passt ja hier wunderbar dazu. Das Haus zahlt sich natürlich nicht von alleine. Auch wenn ich mein Haus natürlich nicht selber baue. Da muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass es qualifizierte Handwerker da draußen gibt. Weil ansonsten würde das mit meinem Haus vermutlich schwer werden. Und das ist auch kein Gelaber oder so. Ich habe auch sehr, sehr viel Respekt vor dem Handwerk. Einfach schon durch meinen Opa. Das war wirklich so eine prägende Figur in der Hinsicht. Das ist leider so das Problem, dass ich jetzt nicht unbedingt der Begabteste bin, wenn es um Sachen geht wie selbst bei Möbel aufbauen oder so. Ich bin da manchmal ein zu großer Schluderkopf. Und du musst schon wirklich genau arbeiten. Gibt natürlich auch, klar, auch schwarze Schafe auf dem Bau. Schon damals bei meinem Opa war das so. Weil mein Opa hat ganz, 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 ganz selten mal einen Löwen getrunken. Und auf der Baustelle damals war das halt wirklich, da waren die meisten immer ein bisschen dicht. Und so konnte er sich da relativ schnell in seiner Firma hocharbeiten. Und das war schon sehr, sehr cool. So wurde er sehr früh mit großen Aufträgen auch bedacht. So, wir brauchen aber scheinbar... Ja, ja, weil die Bretter, wir haben nicht mehr genügend Bretter. Das sind, wartet, Konstruktionsbretter, ne? Kauf mal 9 Stück. So, ich hoffe, das sind jetzt aber, die sehen jetzt nicht so richtig aus. Ah, sind sie aber. Oh, neuer Skill. Mehrere Schraubenzieher. Oh, okay. Oh, das wäre natürlich geil. Zack, okay, das geht wirklich schnell. Bam. Es wäre cool, wenn die beide dann gleichzeitig da reingehen würden. Weil das ist das Nervige. Ich kann immer nur ein Ding gleichzeitig bauen. Ah, oh, oh ja, so geht das. Oh, Alter, jetzt aber. Na komm, wir haben kein Brett mehr. Es fehlt ein Brett. Ich hätte gerne ein Brett. Danke. So, rauf das Brett. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du die Wände aufbauen. Das sind jetzt die Dinger oder was? Weil der zeigt die mir schon wieder an. Mal gucken, ob das stimmt.
Ah, nee, das passt jetzt alles. Boah, Alter, wie viele Dinger muss ich denn hier versenken? Aber jetzt sagt er schon wieder nicht. Ja, das passt auch nicht. Wir brauchen doch nämlich... Ja, wir brauchen hier diese. Und davon kaufen wir mal 180. Jo, komm, lad an den Kram. Benutze die Nagelpistole. Ah, okay, chillig. Du bist überladen. Ja, warte mal. Ist mir ja egal. Sag mal... Ach so, die landen jetzt auf dem Boden. So, wie läuft das jetzt? Ich brauche die Nagelpistole. Ah, guck mal, hier so funktioniert es. Hier werden die so reingeschossen. Hier muss ich die Dinger runterhauen. Dann switch ich. Bam, Alter, dann werden die da nämlich... Das verstehe ich nicht so hundertprozentig. Aber ist mir ja auch schier egal. Jawohl, Alter, so geht's gut. Perfekt. Rein damit. Ja. Zack, auch schön da oben rein. So sieht das nämlich aus, Alter. Schön die Nagelpistole. Die rattert da alles durch. Ja, hier können wir ja gut zur Seite. Hier unten. Zack, wir holen mal schnell die anderen noch ran. Brauchen tatsächlich davon noch ein paar. Aber wir haben ja auch genügend. Dann gehen wir hier mal rein um. Na, erstmal machen wir hier den Boden. Zack. Bam. Weil dann können wir nämlich schön wieder die anderen Dinger rumballern. Boah. Es sieht wirklich so aus, als würde man die ganze Zeit ein bisschen schießen. Jawoll. Ich bin gefangen. Schnell raus. Oh, guck mal, Alter. Da haben wir schon echt gut was gebaut jetzt hier. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit unserem Hausprojekt. Wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ebenfalls. Guckt gerne in die Videobeschreibung für Mini-Paluten und vieles mehr. Hier seht's auf der Team-Paluten-Kanal weitere Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.